Wir fangen heute mal ein kleines bisschen technisch an. Wir sind hier im Technikraum und so sehen unsere Kreiselkompasse aus. Davon haben wir gleich zwei Stück, ja, zur Sicherheit. Das ist so ein Backup-System. Also das ist der eine und dann haben wir noch einen, der sieht genauso aus. Und falls mal einer ausfällt, dann fahren wir nicht im Dunkeln. So, und hier im Technikraum passiert nun Folgendes. Wie schon bei der Luftfahrt lange üblich, gibt es da ja diese sogenannten Cockpit-Voice-Recorder. Und sowas wird auf den Schiffen jetzt auch eingebaut. Dieser rote Kasten, der kommt später oben aufs Dach der Brücke und wird so befestigt, dass er im Falle eines Schiffsunterganges von alleine aufschwimmt. Und da werden also alle Gespräche, die hier geführt werden, innerhalb der Kommandobrücke, aber auch außerhalb der Kommandobrücke, die werden da aufgezeichnet. Das ist schon die Plattform, wo das später mal auf dem Dach der Brücke aufgebaut werden soll. Der Elektriker ist derweil da draußen in der Nock in den Gange und verlegt da irgendwelche elektrischen Leitungen. Denn auch auf der Fahrkonsole, jeweils Steuerbord und Backbord in der Brückennock, da kommt auch so ein Mikrofon hin. Davon gibt es in der Brücke mindestens drei. Einen in der Mitte am Fahrpult. Und einen jeweils auf den Seiten, damit auch alle Gespräche auf jeden Fall aufgezeichnet werden können. Aber es kann auch schon mal wichtig sein, dass man diese Daten vorher sichert, also die Speicherkarte rausnimmt, um die dann irgendwo auslesen zu lassen. Ja, hier ist der Elektriker also noch dabei und vermisst die Rohre, damit die Stromkabel in die Nocken verlegt werden können. Als ich mit einem Fahrer in Hollywood war, da habe ich ihn gebeten, auf der Rückfahrt mal in einem Autoschrotthändler-Shop vorbeizufahren. Mich haben so viele Leute gebeten, mal zu gucken, ob ich alte Autonummernschilder aus Amerika besorgen könnte. Ja, und er kannte tatsächlich so einen Laden. Da gab es Hunderttausende von diesen abgelaufenen Autonummernschildern. Und die habe ich da also dafür, was weiß ich, $2 insgesamt, da habe ich die da abgekauft. Und dann haben sich alle gefreut, dass ich da ein paar schöne Nummernschilder mitgebracht habe. So, hier sind wir nochmal im Kartenhaus. Ein Blick über den großen Kartentisch. Im Moment fährt der zweite. Das ist meine Musikkiste. Die habe ich immer mit auf Reisen, damit ich nicht so langweilig habe in der Kammer. Aber da gibt es auch eine Musikanlage und da habe ich diese für die Brücke zur Verfügung gestellt. Und die Jungs, die freuen sich da aus 57.000 Musikstücken, sich was aussuchen zu können, damit sie auf der Wache nicht einschlafen. Also das ist vielleicht eine ganz gute Idee, dass die Jungs nicht so völlig in der Stille abends und nachts rumsitzen, wenn sie alleine auf der Brücke sind. Barometer sieht gut aus. Es fällt zwar ganz langsam, aber das Wetter ist schön. Und wollen wir sehen, wie die Reise weitergeht. Wir wissen ja, dass Kapitäne so etwa jeden Monat einmal eine Party veranstalten lassen. Und hier sind wir auch wieder dabei.
Der Kapitän hat eingeladen in die Offiziermesse. Der Koch hat alles schön vorbereitet. Und dann können alle Leute gut essen, anstehen, schön feiern. Dann wird dann meistens Karaoke gesungen. Und alle haben Spaß. Denn die Arbeit ist ja nun anstrengend genug an Bord und die Abwesenheit von ihren Familien lange genug. Für die Deutschen ist die Zeit an Bord regelmäßig so etwa zwischen 4 und 5 Monaten. Aber die Filipinos, das ist ja die Besatzung hier hauptsächlich, besteht sie aus Filipinos, die sind in der Regel mindestens 9 Monate von zu Hause weg. Und dann freuen die sich natürlich über so eine schöne Party. Hier draußen auf dem Außendeck wird gegrillt und die schönen Grillwaren, die werden dann reingebracht. Ein bisschen kühl draußen und innen können sie dann ordentlich speisen und haben schönen Spaß. Es gibt Bier, Cola, auch ein Schnaps dabei. Also alles, was das Herz begehrt, aber eben nicht so viel, dass in alle Sternhagel besoffen sind. Auf der hohen See hier draußen ist das nicht angesagt, denn irgendwann müssen sie den nächsten Tag arbeiten und einige Leute müssen ja auch für die Wache bereit sein. Also dann wünsche ich erstmal allen einen guten Appetit. See. Und wie man sehen kann, ist das ein schnelles Schiff. Wir laufen 26,3 Knoten und von Long Beach haben wir schon 3151 Meilen hinter uns gebracht. Der Schief, der hat neulich ein bisschen eingestellt in der Maschine und nun läuft die Kiste einfach wahnsinnig schnell. Ja, wir haben ein klein bisschen Strom gegen an, also hier auf der Uhr tatsächliche Geschwindigkeit über Grund läuft er denn nur noch 26, aber naja, 25,9, das ist da oben zu sehen.
Aber das reicht ja auch. 26 Knoten, meine Güte, wer kann das schon mit dem Schiff fahren? Ja, wir. MSC Ilona, nördlich der Aleuten, auf dem Wege nach Busan. Draußen ist stockfinstere Nacht. Inzwischen haben wir das 2 Tage weiter. Wir haben vor 2 Stunden die Kaltfront eines Sturmtiefs passiert. Draußen ist noch einigermaßen Wind und vor allen Dingen haben wir noch ordentliche Dünung. Der Wind kommt jetzt von Westen, die Dünung kommt von Ost-Südosten, die laufen also gegeneinander und wir eiern hier so einigermaßen durch die Gegend. Like going through pudding or what? Maybe I take shovel, I go to Vauxhall to shovel the book. Wie sagte Kalle soeben ganz richtig, der Nebel ist so dick, da wird wahrscheinlich die Geschwindigkeit sogar runtergehen. So dick ist der. Ja, wo er recht hat, hat er recht. Das Vorschiff ist nicht mal zu sehen. Keine 100 Meter Sicht, jojo. Hier ist gerade Wachwechsel. Es ist pustig, kalt und neblig. Oh, man fliegt ja fast weg. Jetzt sind wir da. Und das ist Japan, Hokkaido. Und ja, Nippon, Japan. Da fahren wir nachher durch, heute Nacht. Und außer Nebel haben wir da vor den Philippinen schon wieder so einen Taifun. Und da, wo wir sind, da haben wir lauter Stürme. Oh, es wird Winter. Ja, es wackelt, es wackelt. Wackel, wackel, wackel. Dense fog observed locally. Ja, wir sind bei local. Inzwischen sind wir einen Tag weiter. Der Nebel ist weg, aber dafür ist der Wind wieder da. Und der Dampfer fängt wieder an zu rollen. China Shipping, Konkurrenz. Aber wir sind schneller. Wir sind sowieso erstmal schneller und schöner. Es ist noch früh am Morgen. Wir sind gleich in Busan. Es ist jetzt ungefähr 6:30 und draußen ist es saukalt. Ja, zwischen den beiden Steinen, da müssen wir jetzt gleich durch.
Inzwischen wissen wir ja, dass überall in der Welt gebaut wird. Hier kommt also auch eine neue Container-Pier hin. Die ist etwa in 5 Jahren fertig. In Deutschland wird man wahrscheinlich in 5 Jahren immer noch über irgendwas diskutieren, was vor 40 Jahren schon besprochen worden ist. Aber naja, so geht das eben. Einsatzbesprechung im Maschinenraum. Chief, wir haben 3 Techniker aus Korea. Erzähl mal, was die hier machen. So, die 3 Techniker aus Korea, die fahren hier mit und wollen Hilfsdienst überholen. HD3. Und das ist soweit auch am Laufen. Ich denke, das ist am ersten Tag schon gleich geplatzt. Das heißt, das ist alles raus. Das raus musste, Kolben, Buchsen, Deckel, Brennstoffpumpen, Düsen und so weiter und so fort. Erst das zerlegt und ja, in der Zwischenzeit wird gereinigt und schon wieder zusammengebaut und das macht auch so seinen Fortschritt. Ja, was soll man da groß zu sagen? Gut, dann gehen wir uns das mal angucken vor Ort. Ja, ist gut, dann gucken wir uns das mal an. We'll be right back.
während unten der Hilfsdiesel überholt wird und die Rudermaschine den Dampfer schön auf Kurs hält, wird hier oben an Deck der ganze Feuerlöscher-Ausrüstungskram überprüft und gecheckt. Zehn nach sieben morgens. Wir haben den vom Backbord. Jetzt fängt er an auszuweichen. Wir sind voll zurück. Ja, jetzt geht er rum. Stop Engine. Ja, da fährt er vorbei, dieser Idiot. Oh, der Schiebmann hat sich böse aufgeregt. Kein Wunder. Ja, so heißt der. Jin Chao 18. Ja, ja, was das Arbeitsamt so schickt. Das ist unser Kielwasser von voll zurück. Da fährt er nur gerade eben so hinten durch. Eine Ramming auf diesem Schiff an der Backbordseite hat ja nun wohl genügt. Der muss ja nicht auch noch reinfahren, ne? Ja, ja. Und so sieht das ganze Manöver dann auf dem Radar aus. Ja, der wollte uns was. Warte, warte, Juniaco. Und da kommt der nächste. Jena. So, die Idioten da draußen auf der Hohen See sind wir los. Jetzt legen wir in Yangchang an. Der Schiefmeter fahren. Dass hier überall gebaut wird, dass in Deutschland überall diskutiert wird, das muss ich ja nun nicht nochmal erzählen. Aber man sieht es. Neue Containerpier. In anderthalb Jahren fertig. Da vorne kommt unser Liegeplatz in Sicht. Und den kleinen wollen wir jetzt noch mal ein bisschen wegpusten. Da zwischen den beiden anderen Dampfern ist unser Liegeplatz. Hinten werden wir 30 Meter Zwischenraum haben und vorne 60. Also mogeln wir uns da so ganz gut hier rein. Und dann schauen wir mal, was der Tag uns hier bringt. Jetzt haben wir es morgens um 9:30. Heute Abend um 9 oder so sollen wir wieder los. Ja, Tipp hat der Fender. So, wir sind da in Yangchang. Die Jungs da unten waren schon. So, wir binden jetzt den Dampfer an mit 4 Achter, 4 Vorlein, 2 Achter-Springs und 2 Vorsprings. Und ich will mal gucken, ob ich nachher an Land komme. Vielleicht klappt das ja. Einmal nach China.
war schon wieder so ein Kamikaze, der wollte uns vom Backbordseite irgendwie da an die Wäsche fahren. Da hat er gerade noch so einen Kringel gefahren, man sieht sein Kielwasser da. Jojo, was das Arbeitsamt so schickt. Das ist die Ansteuerungstonne von Shanghai. Vom Lotsen ist noch nichts zu sehen. Aber 1000 Leute brüllen auf dem Funk rum. Hi Pilot, Shanghai Pilot, Yan Taoles calling, Yan Taoles calling. Shanghai Pilot, LT Glamour, LT Glamour. LT Glamour, LT Glamour, you coming? Yes, we are now at 460. Can I take a stop engine for a while? Can you repeat, please? Yes, sir, Kalle, go ahead. Inzwischen ist der Shanghai Lotse an Bord und er stellt hier gerade seinen Laptop ein. Die Daten für seinen Laptop, die kriegt er über einen besonderen Stecker. Und damit kriegt er dann die ganzen Schiffsbewegungen um uns herum und die Route, die wir fahren sollen. Alles wunderbar auf seinem Lippitoppi. Das ist Windows auf Chinesisch. Das kann ja kein Mensch lesen. Aber es funktioniert. Das hier ist so ein Unterwasserstaubsauger. Also so ein Saugibacker. Der saugt durch ein dickes Rohr den Dreck vom Boden auf, vertieft das Wasser hier. Durch die Strömung hier im Fluss versandet hier alles ziemlich schnell. Da in diesen Krähen, da hängt dieses Staubsaugerrohr. Und dann lutscht er sich da voll mit Sand, dann fährt er irgendwo hin, schmeißt das wieder hin, nach einem Jahr ist der Sand wieder da, wo er ihn gerade hergeholt hat. So kann man auch Geschäfte machen. Ja. Wir sind inzwischen kurz vor der Pier und hier wird das wieder spannend. Alle sind schon hier und jeder will Vorfahrt haben. Irgendwelche Regeln, glaube ich, gibt es hier gar nicht. 向左调的靠外尾区一号波位，请你观察。Der Lotse versucht sich irgendwie die Vorfahrt zu ersabbeln hier. Ob das was wert, weiß ich noch nicht. Und die Sicht ist wieder so typisch chinesisch, so ungefähr eine Meile im Dreck. Ah, der erste schlägt einen Haken. Der hat Angst, wir sind größer. Jetzt sind wir gleich da. Das ist unser Liegeplatz, da sollen wir hin. Da driften wir jetzt so drauf. Strom kommt von hier. Das also war unser Anlegemanöver.
hier in China werden die Piers schneller gebaut, als sie die Seekarten verbessern können. Da, wo wir jetzt an der Pier liegen, da ist die Pier noch gar nicht eingezeichnet. Aber sie gibt es schon. Also, ankommt Shanghai. Heute am 20. November 2006. In jedem Hafen die gleiche Prozedur. Die Behörden kommen, Pässe kontrollieren, Papiere des Schiffes, Impfausweise und so weiter. Man glaubt es kaum, in Shanghai. Mal sehen, wie die Stadt heute aussieht. Es regnet nicht. Ja, da gehen unsere Container hin. An Land. Und ich gehe auch an Land. Nee, ich fahre. Ich werde gefahren. Oh mein Gott, wie aufregend. Das also ist der Eingang. Ja, für mich im Moment der Ausgang von diesem schönen neuen Containerterminal. Und das ist das Gebäude, in dem das alles abgewickelt wird. Alles neu. Und ein freundlicher Herr fährt mich jetzt mit dem Wagen in die Stadt. Und dann machen wir eine kleine Besichtigung, da wo Leute ganz viel Geld ausgeben können. Und dahin irgendwo fahren wir gleich. Geradeaus, rechts oder links oder wie auch immer oder zurück. Ich weiß das nicht. Hier sieht das alles ziemlich neu und ziemlich sauber und ziemlich gut aus. Aber Shanghai ist ja nicht China. Aber in Shanghai sind wir noch lange nicht. Da sind noch ein paar Meilen zu fahren. Boah, hier muss ich mich hier in die Kurve legen. Schau mal. All right, you guys, say hello to the folks in Germany. Okay. Germany. So we have some company in the back of the car going with us to Shanghai. 20 million people now living in Shanghai area, I was just told. Right? Yeah, right. Yeah.
Das sind meine drei Bodyguards. Ja, richtig chinesisch essen. Jetzt sind wir in einem chinesischen Restaurant und was es hier gibt, ich habe keine Ahnung. Lauter leckere Sachen. Hey, 这是什么东西啊?
Inzwischen haben wir so einen Topf auf dem Tisch, da drunter ist Feuer. Und da wird man dann selber alles heiß machen müssen. Aber frag mich nicht, was das alles ist hier. Erstmal zum Ausflug nach Shanghai und in ein chinesisches Restaurant, ein richtiges. Guten Morgen, der Schiefmädchen bei der Hausfrauenarbeit. Sie wischt erstmal die Geländer in der Nock. Wir wollen gleich abfahren. Die Lotsen sind an Bord. Draußen auf dem Fluss ist noch die übliche, das übliche Chaos. Und hier drinnen ist also die Brüllerei. Also das hat hier alles schon wieder angefangen. Es ist alles normal, normal, normal. So eine Mütze habe ich mir neulich mal erstanden. Als Souvenir für zu Hause. That's correct, Jim. So, da vorne geht noch ein kleiner vor uns raus. Und wenn der weg ist, dann fahren wir auch los. Hier hinten ist wieder das übliche Chaos. Keiner weiß, wer Vorfahrt hat und warum. Und der Kleine da rechts, nicht der ganz Kleine, der andere da, der hat vor Schreck erstmal da direkt vor der Pier den Anker geschmissen. Da kommt er für die Großen, die hier gleich rein sollen, auch wieder Freude auf. Shanghai. Und das Wetter ist so, wie es aussieht. Chinesischer Dunst, dazu heute ein kleines bisschen Sprühregen. Aber die Temperatur geht noch einigermaßen. Ich schätze mal so 15 Grad. Alright. Ein Autokalle, let's go, Tagboda. Let's go, Tagkalle. Ilona forward, Tagline can stop. Tag is off forward, thank you. Yeah, okay.
So, Da sind wir. So, inzwischen ist ein bisschen Ruhe eingetreten. Der Steward hat gerade das Essen für die Lotsen gebracht und ich kriege auch gleich mit auf die Brücke. Could I have some lunch for myself? Yes. Okay. And some drinks with it, right? Thank you. Die Shanghai-Lotsen sind wir inzwischen los. Jetzt sind wir wieder ganz in Familie. Das Bote fährt, hat sein EB noch hier, der da so ein bisschen steuert. Und heute Abend sind wir in Ningbo. Zum zweiten Mal diese Reise. Ratzi-fatzi. So, jetzt ist Shanks noch für einen schönen Gruß nach Hause. Hallo. Doll. Was sehen wir da am Horizont? Wasser? Fischer. Also, wir sehen ganz viele Fischer und am Freitag gibt es wieder, na? Fisch. Frischfisch. Also, soweit erstmal dieser Abschnitt der Reise. Jetzt muss man den Fader-Knopf drücken. Da soll man sich suchen. Da ist er. Also. Bis später und tschüss.